Displaymeldung, manuelle Bedienung. Ursache? Das Fenster wurde manuell bedient und die Lüftungsklappe ist nicht vollständig geschlossen. Lösung? Schließen Sie die Lüftungsklappe und betätigen Sie anschließend das Fenster per Fernbedienung. Ursache? Der Magnet am T-Verschluss ist verrutscht oder fehlt. Lösung? Der Magnet muss neu positioniert werden. Wenn der Magnet nicht mehr verfügbar ist, kann er über Velux bestellt werden. Displaymeldung: falsche Position. Ursache? Gleichzeitig wurde eine andere I/O Home Control Bedienung verwendet. Lösung: Kontrollieren Sie das Produkt erneut mit dem Control Pad. Ursache: Auf einem anderen Control Pad ist ein Zeitprogramm aktiv, das gleichzeitig das Produkt angesteuert hat. Lösung: Kontrollieren Sie das Produkt erneut mit dem Control Pad. Displaymeldung: keine Verbindung. Ursache: Das Produkt befindet sich außerhalb der Funkreichweite. Lösung: Bringen Sie die Fernbedienung näher an das Produkt, in Räumen 20 Meter, im Freien 200 Meter. Ursache: Die Stromversorgung des Produkts ist unterbrochen. Lösung: Stromversorgung zum Beispiel durch das Einschalten der Sicherung wiederherstellen. Ursache: Die Stromversorgung des Produkts ist nicht ausreichend gewährleistet. Lösung 1: Reinigen Sie eine verschmutzte Solarzelle mit handelsüblichen Reinigungsmitteln und Wasser. Im Winter schneefrei und eisfrei halten. Lösung 2: Wenn die Solarzelle abgedeckt ist, muss diese Abdeckung entfernt werden. Lösung 3: Bei einer Beschädigung, zum Beispiel durch Hagelsturm, muss die Solarzelle ausgetauscht werden. Wenden Sie sich an einen Handwerker oder einen Velux-Kundendienst. Ursache: Das Funksignal vom Control Pad wird durch Wände stark gedämpft. Lösung: Das Funksignal des Control Pads kann durch einen Repeater, den KLF 200, verstärkt werden.